Ja, die Typ hier ist wieder Florian für euch zurück mit Danganronpa We Free Killing Harmony, dem Let's Play. Und immer noch gesundheitlich angeschlagen, es schleppt sich jetzt schon seit 2 Wochen hin. Immer noch mit keiner Lösung für die OBS-Aufnahmesache, dass es nicht stockt und nicht so lange geht. Und mit wieder einer sehr kurzen Folge, da ich das am Freitag, kurz bevor ich in die Heimat fahre, aufnehme. Damit am Samstag diese Folge hier, wo ihr das wahrscheinlich eventuell sehen werdet, wenigstens ein bisschen was kommt. Und hoffe ich, dass ich am Sonntag oder Montag vielleicht eine etwas längere Aufnahme machen kann. Mal gucken, hängt auch ein bisschen gesundheitlich ab. Hier sind wir jetzt also endlich in dem Bibliotheksraum. Ja, ich sollte eigentlich nicht so viel rumquatschen, weil wir haben ja hier oben nach wie vor dieses Zeitproblem. Und wir haben hier gerade also die Stimme von Monokuma irgendwo herkommen hören, die allerdings ein bisschen blechern oder ein bisschen wie aus einem Lautsprecher herausklang. Und es hat wahrscheinlich was mit dem, mit dem Curtain hier, also mit diesem Vorhang zu tun. Das sieht aus wie ein Käfig oder, keine Ahnung, wie ein Borg-Aufladestation mit den Kabeln, die da hingehen oder so, was sich denn da verbirgt, ich weiß es nicht. Können wir uns im Raum sonst noch umschauen? Wir haben hier noch Mülleimer. Sehr gut. Wir gucken uns den Curtain zuletzt an. Wir reden erstmal mit den Leuten. Nanja. Wo? Von wo kommt diese Stimme her? Ja, wenn auch meine Frauenstimmen, die hohen, ein wenig komisch klingen, wie gesagt, ich will bis zum Animagic irgendwie wieder einigermaßen fit und gesund sein, dass ich das Convention-Wochenende auch gut überstehe. Siehst du doch genauso zu, Mugi, als alte Cosplayerin, oder? Man ist schon besser, wenn man fit ist. Das war doch Monokuma-Stimme gerade eben, nicht wahr? Ist Monokuma nicht gerade, wird er nicht eigentlich gerade draußen von Kibo aufgehalten? Könnte es sein, dass er einen weiteren Ersatz-Monokuma aktiviert hat, weil das gerade ein Notfall ist? Nein, wir wurden wahrscheinlich von vornherein gelesen oder es wurde zugelassen, dass wir hierher kommen konnten. Wir wurden vollstens erwartet wahrscheinlich. Ich glaube, die Stimme kommt von da drüben. Maki starrte in den hinteren Teil des Raumes. Da befindet sich etwas hinter dem Vorhang. Dann würde ich sagen, Vorhang noch nicht auf, wir schauen uns erst an, was hier noch ist. Es ist nicht gut, den letzten Boss zu ignorieren. Das sieht aus, da ist ein Monoped mit einer Blutspur drauf und einem Handabdruck. 4 Finger da drauf, aber eine ziemlich riesige Hand, wenn dann. Ich hatte vor, euch die Hälfte der Welt zu überlassen, wenn ihr, wenn ihr euch mir anschließt, aber, naja, egal. Geht euch nichts mehr an. Wahrscheinlich jede Aktion, die man macht, lässt die Zeit da oben ein bisschen voranschreiten, deswegen ist es nicht die tatsächliche Zeit, sondern die Aktion, die man macht, deswegen sollte man niemals alles untersuchen oder so mit diesem Zeitlimit. Ja. Ja, so, das springt dann immer nach jeder Aktion, die man gemacht hat, tatsächlich ein bisschen nach vorne. Ich glaube, das ist tatsächlich nicht die Zeit. Wenn ich jetzt warte, springt es nicht. Aber wenn ich eine Aktion mache, springt das Ding hier oben weiter. Naja, gut, schauen wir uns mal den Vorhang an. Da ist irgendetwas mit Stoff überdeckt. Sieht verdächtig aus. Vorsichtig hob ich den Stoff an oder das Tuch an und... Wiss. Ein Monokuma-Kopf? Warum erinnert mich das an Braindead 13? War das Braindead 13? Gott, war das ein Rage-Spiel damals? Damals? War das schon in den 2000ern oder noch davor? Ist auf jeden Fall ein ziemlich altes Spiel. Ein Monokuma-Kopf? Du hast mich gefunden. Oder besser gesagt... Ihr habt gerade einen Ort gefunden, den ihr sowieso finden solltet, sage ich ja. Jedenfalls, ihr könnt das Killing Game nicht beenden. Das Killing Game wurde aus der Wiege der Verzweiflung herausgeboren. Womp ist eigentlich eher Gebärmutter oder so, aber naja, ihr wisst schon. Angefangen mit dem Killing Game bei der Hope's Peak Academy, welches von der ultimativen Verzweiflung erschaffen wurde. Sie alle stehen miteinander in Verbindung. Dieses Killing Game selbst ist die Verzweiflung. Was ist das hier? Was habt ihr dazu zu sagen? Nanja,
Was ist das? Ein riesiger Monokuma-Kopf? Dass so etwas sprechen kann, das muss von einem sehr mächtigen Magier verzaubert worden sein. Naja, verliere nie deine Magie, Himiko. Könnte es sein, dass der Ersatz-Monokuma etwa... mit diesem hier oder dieser hier mit dem anderen sich zusammenschließen, damit der letzte Kampf cooler gestaltet wird? So läuft es ja zumindest meistens. Was? Wirklich? Nee. Du siehst irgendwie ein bisschen sehr glücklich fast aus, Himiko. Naja, sie hatte ja irgendwann schon mal erwähnt, dass sie Monokuma süß findet. Ja. Nein, ich meine, Monokuma war ja zu dem Zeitpunkt unser Freund. Aber er hat uns hintergangen. Ich werde ihm nicht wieder vertrauen. Aber sie ist wirklich erstaunlich positiv aufgeregt. Das ist ja nur ein Kopf, aber ist das Monokuma? Können wir uns jetzt den Mülleimer anschauen? Yadana. Ey, Yadana! Was? Du redet erst mit mir. Schließlich ist es endlich mein Auftritt. Ich bin ja so aufgeregt, euch endlich alles mitzuteilen. Gut. Reden wir halt mit dir. Bist du Monokuma? Kuma? Natürlich. Aber ich bin nicht nur irgendein Monokuma. Ich bin derjenige, der dieses Killing Game überwacht. Und die Quelle aller Monokumas. Und deswegen wurde mir ein besonderer Name verliehen. Mutterkuma. Mutterkuma? Ja. Also, die Maschine, die Ersatzmonokumas hier für die Akademie erstellt. Oh, ja, das bin ich. Seht ihr diese unglaubliche Maschine hinter mir? Diese erschafft Ersatzmonokumas. Alles, was ich tun muss, ist meine Gedanken kopieren und... Presto, also voila, ich gebäre mich selbst. Also, ich erschaffe mich selbst. Gebären klingt ja irgendwie mal ein bisschen zu biologisch für so einen Roboter. Hä? Ein Ersatzmonokuma? Sie können so leicht hergestellt werden? Ich dachte, das wären ziemlich fortschrittliche Roboter. Ja, das ist ja auch der Grund, warum es so unglaublich ist. Ja. Nein, das könnte eine Lüge sein. Er versucht uns mit Fake News! Alles Fake News! Er versucht uns mit falschen Informationen auszutricksen. Ja, jeder sieht doch, dass dieses Ding hier uns viel zu passend oder viel zu einfach Informationen herausrückt. Ja, hä? Aber ich lüge nicht. Ich kann wirklich Ersatzmonokumas erschaffen, ganz einfach. Könntest du uns das dann einmal ganz schnell vorführen? Ja, versuch doch einen neuen Monokuma herzustellen. Was ist los? Ich kann einfach keinen Monokuma für jemanden gebären, der mich nicht liebt. Jetzt wird's doch wieder biologisch. Und was, nachdem der Monokuma geboren wurde, hä? Hast du mal darüber nachgedacht? Du solltest ein bisschen verantwortlicher darüber nachdenken. Oder verantwortlicher sein. Was auch immer. Gebäre einfach ein Monokuma. Ich finde das Wort gebären so toll. Ich muss es einfach weiterverwenden. Nein, werde ich nicht. Ich werde... Was? Also, ich werde nicht einfach irgendjemanden gebären für jemanden, den ich gar nicht mag, nur weil derjenige sagt, ich soll etwas gebären. Beeil dich und gebäre endlich ein Monokuma. Mann! Ey, hörst du zu? Wir haben gesagt, du sollst einen neuen Monokuma gebären! Mir fällt jetzt auch gerade erst auf, dass Gebären mit Bär und Monokuma, das passt. Ich verwende jetzt nur noch Gebären. Sie werden alle gebärt. Alle werden sie gebärt. Dieser Kopf ignoriert uns vollkommen. Ich frage mich, ob diese Sache mit den Ersatzmonokumas nicht doch eine Lüge war. Eine Lüge, hä? Aber warum sollte es deswegen lügen? Es muss einen Hintergrund geben oder einen Grund, warum es lügt. Mutterkuma wurde den Truth Bullets hinzugefügt.
Lassen wir diesen Monokuma hier sein. Wir sollten uns beeilen und den Rest des Raumes durchsuchen. Du hast recht. Mein Gott. Du hast recht. Der Mastermind versteckt sich hier drin vielleicht irgendwo. Shuichi, steh nicht einfach rum. Such den Mastermind. Ja. Das könnte jetzt der Witz einer Sache sein. Himiko ist der Mastermind. Und um diesen Fakt zu verdecken, zu verschleiern, befiehlt sie jetzt Shuichi hier in diesem Raum den Mastermind zu suchen. Denn er befindet sich ganz sicher hier und damit lügt sie nicht. Sie sagt die Wahrheit, weil sie selbst der Mastermind ist. Aber Shuichi wird ihn nicht finden, weil er sich dessen nicht gewahr ist. Und so wurde eine schreckliche Vorhersage für den Ausgang dieses Spiels von mir gebärt. Das stimmt. Wir müssen erst einmal schauen, ob der Mastermind sich hier versteckt. Es sollte noch andere Hinweise geben. Ich bin ja so auf den Mülleimer abgefahren, aber... Ja doch, komm. Wir fangen mit dem Mülleimer an und dann erst Monoped, weil das Monoped wichtiger aussieht. Das ist ein Mülleimer. Den sollte ich mir auch anschauen. Ich bin mir sicher, dass es hier irgendeinen Hinweis gibt. Ganz sachte oder ganz normal öffnete ich den Mülleimer und... Was? Ich ließ einen überraschten Atemzug los. Was ist das? Dieses Ding, was in dem Mülleimer ist, ist sehr viel schwerer, als ich erwartet hatte. Eine Kanonenkugel? Warum ist die denn hier? Die ist natürlich aus dem Warenlager. Es sind keine Blutspuren dran. Also nicht die, mit der Lantaro vermeintlich getötet worden ist. Vermutlich. Aber hier ist kein Blut auf dieser Kanonenkugel. Es kann nicht diejenige sein, die Kaede benutzt hat, um Lantaro zu töten. Außer sie wurde zwischenzeitlich abgewaschen. Oder lag die bei Kokichi mit im Raum von den Beweismitteln? Kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern. Jedenfalls, wo ist die hergekommen? Warum ist die hier? Ah, und das hier ist... Ich bemerkte etwas, was an der Kanonenkugel klebte. Sind das irgendwelche Textilfasern oder so? Als ich es mir näher anschaute, konnte ich verschiedene pinkfarbige Textilfasern, verschiedenen pinken Textilfasern gewahr, die sich auf der Oberfläche der Kanonenkugel befanden. Sie sind pink. Warte mal, dann bedeutet das, dass diese Kugel pink, pinke Textilfasern. Na gut, Kaede hatte pinke Textilfasern getragen, also pinke Kleidung. Ich glaube, ihre Uniform war pink. Und Shuichis Reaktion lässt hierauf schließen, dass Kaede oder eine Zwillingsschwester ja in der Lage gewesen sein muss, hier hereinzukommen und die Kugel hier hineinzupacken. Oder sie hatte Tests gemacht mit den Kugeln, ob das funktioniert, bevor sie es an Lantaro dann letztendlich in die Tat umgesetzt hat. Und dann die Probekugel hier verwahrt oder so. Und dann wäre es tatsächlich ein geschickt gemachter erster Mord gewesen, der so aussehen sollte, als wäre sie die Gute gewesen und den Mastermind finden. Dabei war sie es tatsächlich doch die ganze Zeit selbst. Oder ihre Schwester, halt, ich weiß es nicht. Das wäre so der Gedanke dahinter. Ich verstehe. Ich weiß, wie ich den Mastermind dieses Killing Games, wie ich ihn offenbaren kann. Oder wie ich auf ihn stoßen kann. Die Kanonenkugel mit pinken Textilfasern der Truth Bullets Sektion hinzugefügt. Tja, was man nicht alles an wichtigen Hinweisen in kleinen Mülleimern findet, ne? Also, merken, immer gut die Mülleimer durchsuchen. Ein Monoped? Aber das Blut drauf. Monoped. Lantaro hatte seins ja bei sich, aber da war kein Blut drauf. Da ist ein Fingerabdruck drauf. Ich weiß es nicht. Wessen Monoped ist das hier? Und warum ist da ein Blutfleck drauf? Ich weiß es nicht, aber wir sollten es uns genau anschauen. Das hier ist ein Student Handbook. Und der Name des Besitzers sollte aufleuchten, wenn es angeht. Und wahrscheinlich geht's nicht an, ne? Ich machte das Monoped an und... Oh, doch. Dieses Monoped ist das Sonderrecht des Überlebenden?
Das bedeutet, zusätzlich zu dem Video war Lantalos Überlebens- oder Überlebens-Sonderrecht. Dieses andere Monoped hier. Ist das etwa eine Karte der ultimativen Akademie? Können wir dadurch herausfinden, dass uns noch irgendein Raum fehlt? Sogar die Orte, die mit den mysteriösen Objekten geöffnet werden, sind hier verzeichnet. Also genauso wie auch wie der versteckte Raum. Was bedeutet, dass das hier eine vollständige Karte der ultimativen Akademie für talentierte Jugendliche ist? Aber sie wurde doch nach und nach erst aufgebaut während unserer Anwesenheit hier. Das heißt, na gut, das Design kann natürlich im Vorfeld schon komplett feststehen, aber... Also Lantalo hat diese Karte als Teil seines Überlebenssonderrechts erhalten. Und deswegen wusste er auch von der versteckten Tür hier unten. Gott, habe ich mich gerade erschrocken mit dem Finger da. Ich dachte, was passiert denn da? Finger, da schult sich hier einfach so rum. Was ist denn das? Eine Nachricht? Hinweis, wie man das Killing Game beendet. Das ist doch ein bisschen zu convenient, wie man so schön auf Englisch sagt. Ein bisschen zu simpel, oder? Beziehungsweise, jetzt geht dem Ding der Saft aus oder so. Aufgrund des eingedrungenen Blutes. Aber das ist ja eh schon lange getrocknet. Das heißt, das kann es nicht sein. Ein Hinweis, wie man das Killing Game beendet? Der Mastermind, der hinter diesem Killing Game steckt, versteckt sich irgendwo innerhalb dieser Akademie. Deine beste Chance, ihn zu offenbaren, wer es ist, ist der Zeitpunkt, wenn Monokuma einen Ersatz von sich braucht. Zu diesem Zeitpunkt wird der Mastermind in den versteckten Raum hinter der Bücherei gehen. Um dir zu beweisen, dass dieser Hinweis akkurat ist, werde ich etwas vorhersagen. Das erste, woran du dich erinnern wirst, wird die Ultimate Hand sein. Teile diese Information nur mit Leuten, bei denen du glaubst, dass du ihnen vertrauen kannst. Und ja, wie du dich dahingehend entscheidest, wird darüber entscheiden, ob du lebst oder stirbst. Lantalo Amami. Ein Hinweis von dir zu dir selbst. Das war auch Teil seines Überlebens, also von sich zu sich selbst. Auch Teil seines Überlebenssonderrechts. Deswegen hat Lantalo das also erwähnt, weil er diesen Hinweis hier gelesen hat. Hey, ich habe mal eine Frage. Das klingt vielleicht ein bisschen komisch, aber... Wisst ihr was, oder klingelt es bei euch, wenn ihr den Begriff Ultimate Hand hört? Das ist genau, was Monokuma will, was wir tun. Also, was ist noch Teil seines Plans? Ist meine Erinnerung auch ein Teil davon? Wenn dem so ist, dann... Kann ich mir selbst eigentlich vertrauen? Selbst er hat es nicht vollständig geglaubt, aber er hatte keine Wahl. Und deswegen ging er zur Bücherei. Und das ist das, was all das hier in die Wege geleitet hat oder begonnen hat, wie es begonnen ist. Und der Mastermind muss ja davon gewusst haben, von wenn alles miteinander verbunden sind, die vorherigen Killing Games. Aber das würde bedeuten, wenn Lantalo der Überlebende eines Killing Games ist, gibt es noch ein Killing Game, welches wir noch nie gesehen haben. Aber das könnte man dann nicht mehr zum Spiel machen, weil man den Ausgang dann ja im Prinzip wüsste. Ja, es sind immer noch viel zu viele Fragezeichen, aber ja, wäre auch zu einfach, wenn es einfach wäre, weil einfach ist. Dieses Monoped ist kein Student Handbook, es sieht nach etwas anderem aus. Aber was hat es eigentlich mit diesem Blutfleck auf sich? Wessen Blut ist das? Das wollte ich mir gerade anschauen. Wenn ich feststellen kann, wessen Blut das ist, dann werden wir der Wahrheit sehr viel näher kommen. Ja, von der Logik her müsste man ja vermuten, dass es Lantalos ist. Aber Lantalos ist ja letztendlich nie hier reingekommen. Allerdings hatte er natürlich auf jeden Fall... War er und der Mastermind derjenige, bestenfalls die das Ding in der Hand hatten. Wahrscheinlich Lantalo hatte das Ding bei sich, ist gestorben.
der Mastermind hat es aufgesammelt, deswegen ist, das muss die Hand und der Fingerabdruck vom Mastermind sein. Kaede war immer noch die erste, die bei Lantalo angekommen ist. Im allerersten Fall, als wir dann zu der Leiche gerannt sind. Oder hinter die Bücherei ist Kaede vorgerannt, Shuichi danach. Kaede hätte in absoluter Windeseile ja das Monopad irgendwie unter sich, bei sich verstecken können, aufsammeln können. Dabei den Fingerabdruck drauf gemacht. Und dann während der Investigation oder irgendwann mal als... Aber es war doch immer jemand unten bei Rantalo. Es war immer jemand unten bei Rantalo, der aufgepasst hat. Das heißt, sie hätte nicht einfach so hier hineingehen können und das Pad hier verstecken können. Außer die Person, die damals in der Bücherei verblieben war, um Rantalo die Leiche zu überwachen. Wer war das? Die Person hätte dann die Möglichkeit gehabt, in diesen versteckten Raum hier hineinzugehen, wenn sie der Mastermind ist, der die Keycard oder was auch immer hatte, bei sich hatte. Wer war das? Ah, verdammt! Weil das wäre dann ein Hinweis auf den Mastermind oder auf einen möglichen Komplizen. Und wie willst du es feststellen, wessen es sind? Die Kameras, die Kaede und ich hier aufgestellt haben, wir können es von den... Ja, von den Bildern her aus vielleicht nachvollziehen. Oh. Ah, das Bild oder die Bilder sind in Kokichis Raum. Er hat ja Beweismittel von den vergangenen Fällen gesammelt. Einfach weil er es konnte oder... Ja, einfach weil er wollte oder so. Ich schätze mal, er hat auch die Bilder aufgesammelt. Also welches brauchst du? Es gab ja mehrere Bilder, nicht wahr? Das letzte Bild von Rantalo. Das Bild, in dem er versucht hat, die Kamera ja zu entfernen. Also das hier, das Foto, wo ihn die Kamera mit dem Blitz angelockt hatte. Verstanden. Ich werde es holen. Deswegen überlasse ich dir dieses Gebiet hier. Aber Maki, sei vorsichtig, okay? Kiba und die Exizzles sind immer noch am Kämpfen. Ja, was glaubst du, wer ich denn bin? Willst du sterben? Aber zum ersten Mal mit einem freundlichen Lächeln gefragt. Das heißt, Ben wird da mittlerweile sehr freundlich sterben. Ich habe endlich mittlerweile den Punkt erreicht, wo ich feststellen kann, dass sie es als Scherz meint. Das liegt auch an der Veränderung ihrer Gesichtsausdrücke. So. ich würde sagen, es sind sogar über 20 Minuten geworden. Ich muss mich ein bisschen beeilen, dann jetzt hier mit zusammenpacken und losfahren. Deswegen, das hier war dann diese kleine kurze Folge von Danganronpa Refree Killing Harmony, die am Samstag erscheinen wird. Ja, erstaunlich gut durchgehalten. Ich hoffe, es stockt nicht, wenn ich mir jetzt die Aufnahme kurz anschaue und schneide. Ich meine, solange wir halt nicht rumlaufen durch die 3D-Gebiete und hier uns in Räumen und so weiter umschauen, scheint es einigermaßen trotzdem stabil laufen zu können. Ich weiß nicht, vielleicht liegt auch an der Hitze draußen, dass der Laptop es nicht rafft oder nicht schafft. Na gut, nicht vergessen zu speichern. Das ist nicht das Menü. Und ich muss immer noch darauf achten, dass ich für irgendwann mal nachstellen. Na gut, hier stockt es jetzt mittlerweile ein bisschen. Also ab 20 Minuten wird es dann echt schwierig. Ich muss darauf achten, dass ich einen bestimmten Spielstand hier nicht überschreibe. Das war der hier, der 20:04. Das sind aber noch ein paar dazwischen, die ich benutzen kann. So. Gut. Dann, wie gesagt, vielen Dank fürs Zuschauen bis hierher. Und dann würde ich sagen, wie immer, Matane. Bis zum nächsten Mal. Und Obacht, wenn ihr Monokumas gebärt. Es könnte eine sehr bärige Angelegenheit werden. Ich mache die Folge schon aus. Ciao. Tschüss.